Das heißt, nächstes Seil. Und runter. Und wir, oh, werden sofort von einem riesen Ding angegriffen. Können wir, da es ja so nah dran ist, einen gezielten Schuss mal machen? Schieß mal auf den Kopf. Daneben. Okay, sollten wir lassen, bis unsere Fähigkeiten ein Ticken besser sind. Und er trifft ihn gleich kritisch, kritisch tot. Gut. Okay. Oh, oh, hey, Ian. Stopp, 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 stopp. Du sollst die Ratten töten, nicht mich alleine lassen. Ich versuch's kurz zu machen. Ja gut, du machst das schon. Wir gucken uns derweil hier in der Gegend um. Metzel, Metzel, Schreie dringen aus dem anderen Raum. Oh, machst das schon. Oh, zwei Spinte. Oh. Können wir nochmal nachtreten oder so? Wir sind so schlecht. Nö. Weg. Ian scheint immer noch am Kämpfen zu sein. Na komm. Hört sich nicht so gut an, was da oben passiert. Lauf mal lieber hier. Guck nach dem Rechten. Das ist unerwartet, dass es so lange dauert. Lauf, 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 lauf. Und er sieht, wie ihn die letzte Mini-Ratte tötet. Oh, sehr schön. Wir kriegen einen Perk. Ausstrahlung. Pro Level wird deine erste Reaktion einer anderen Person um 10% erhöht. Ne. Heilung. 5% mehr Erfahrungspunkte. Wir kriegen detailliertere Informationen über eine Person. Nachtsicht klingt gerade sehr ansprechend, weil wir ja doch in recht vielen dunklen Gebieten sind. Bei jedem Level erhältst du einen zusätzlichen Intelligenzpunkt für Dialogzwecke. Oh. Das klingt gut. Schnellere Heilung, schnellere Reaktion. Nee, ich glaube, ich nehme Redegewand. Damit wir noch besser reden können. Die anderen Sachen sind zwar ganz nett, aber nichts überaus Dramatisches. Das heißt, für Dialogzwecke haben wir jetzt eine Intelligenz von 10. Also wir dürften jeden an die Wand reden können, wenn wir es denn wollen. Und wir haben wieder 18 Punkte zu verteilen. Davon kommen die alle erstmal auf kleine Waffen. Und irgendwann kam ein Punkt, wo das nicht mehr einen Fähigkeitspunkt kostet, sondern zwei. Und da würde ich ganz gerne erstmal drunter bleiben. Aber bisher scheint es alles okay zu sein. So, jetzt sollten wir eigentlich besser schießen können als Ian. Was ein wenig komisch ist, da wir ja genauso lange unterwegs waren mit ihm, wie wir mit ihm unterwegs waren. Also 2, 3 Tage und jetzt plötzlich besser schießen können als er. Aber wir sind halt sehr talentiert, was kleine Waffen angeht. Apropos Ian, wie schaust du jetzt so aus? Schwer verletzt. Das ist nicht gut. Mach mal so. Zisch. Immer noch schwer verletzt. Bleib doch mal stehen. Ist viel zu hibbelig. Sieht verletzt aus. Ist okay. So, die Spinte, die wir vorhin schon plündern wollten. Mal auf. Oh, Spielzeug. Nur kennt sich Albert absolut nicht mit Explosivsachen aus. Das heißt, wir sollten sehr vorsichtig damit umgehen. Und eventuell die Dinger einfach nur verkaufen. Dürften ja doch gut was wert sein. Und... Oh, du siehst schick aus.
Die gucken wir uns auch gleich mal genauer an. Wir haben momentan diese Waffe. Schaden 5 bis 12. Die hier hat Schaden auch 5 bis 12, aber ein wesentlich größeres Munition und hat einen Burst-Modus. Kann also sehr viele Kugeln auf einmal schießen. Wir haben Einzelfeuer, wir haben gezieltes Einzelfeuer und wir haben Dauerfeuer. Wobei das wirklich viel Munition verbraucht und wir es nur nutzen sollten, wenn wir wirklich in Bedrängnis sind oder einen sehr starken Gegner vor uns haben. Ja, eine neue Rüstung, die sehr stylisch aussieht, neue Waffe und ganz viele Totraten. Was ist da? Ein Schlagstock. Du stellst fest, dass das Kommando- und Kontrollzentrum eindeutig unter noch mehr Steinen begraben ist. Das wird nichts. Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als woanders nach dem Steuerchip zu suchen. Sehr schade. Also hier war wohl das Kommandozentrum. Und es ist begraben. Wir werden uns aber trotzdem noch hier zu Ende umgucken und alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist, um das dann irgendwo anders zu vertauschen. Splatter. So, nimm den Schlagstock da mal mit. Das ist kein Schlagstock, ist ein Brecheisen. Oh, Brecheisen klingt auch recht praktisch. Falls du mal zu einem Spinn kommst, der irgendwie versperrt ist. Du. Weg. Ja, alles kaputt hier. Ian kümmert sich um die Schweinchen, ist okay. Hier. Oh, läufst du hin, Ian. Ah, macht wieder einen Unfug. Du schieß den. Ratte hat sich selbst gebissen. Gut. Du. Ja, 83% auf der Distanz im Dunkeln ist echt nicht schlecht. Was zum Geier macht ihr da? Er läuft dahin, alle laufen ihm hinterher. Gut. Wollte eigentlich mir die Computer hier oben angucken, weil er sah nicht ganz so ramponiert aus. Ian sucht sich immer wieder ein neues Ziel. So, du machst die Ratte kaputt, weil sie zu nah dran ist. Genau. Dann warte. Kommt nicht ran. Dann probieren wir jetzt mal einen gezielten Schuss. Und zwar auf die Augen. Splat. Sehr gut. Eine empfindliche Stelle getroffen. Ja, doch, Augen. Ne? Bestimmt unangenehm. Du stell dich mal daneben. Jetzt kannst du noch nichts machen, bei nächster Runde vielleicht. Aber hast dich sehr gut da positioniert, Ian. Muss ich schon sagen. Hätte ich dir gar nicht zugetraut, so eine gute Taktik. Dass nur ein Gegner reinkommen kann. Bist also doch kein wütender Berserker, der einfach alles schnetzelt, was er sehen kann, ne? Push. So, also, genau, hier Computerraum, da wollten wir uns eigentlich umgucken. Wo die ganzen Ratten kamen. Du vielleicht? Nein, funktioniert nicht mehr, funktioniert nicht mehr. Lüftung, Schacht, auf dem fast keine Frischluft kommt. Und auch hier in der... Oh, doch. Ein Buch. Ja, wir haben inzwischen schon drei Bücher, die wir lesen sollten. Aber nicht unbedingt hier im Dunkeln. Hier hinten ist noch ein Raum und dann müsste es das auch gewesen sein mit dem Vault. Das ist die Bibliothek. Du hast diese Einrichtung schon einmal in der Bibliothek deiner Vault gesehen. Hier scheint nichts Wertvolles zu sein. Schade. Pium. Ja,
dir. Aber er hat auch hier hinten gesagt, dass da nichts Wertvolles ist. Und wir haben eine Erste-Hilfe-Buch gefunden. Also werde ich mich auch hier richtig schön gründlich umgucken. Da ist zum Beispiel ein Spind. Mit Munition, die wir noch nie in unserem Leben gesehen haben. Aber Ian meint, es hat irgendwas mit einem Magnum zu tun. Was auch immer das sein mag. Schieß darauf. Und hier hinten ist nichts mehr. Nee, gut. Also leider kein Wasserchip. Das heißt, wir werden uns dann wo umgucken müssen. Ist eine gute Frage, weil die einzige Information, die wir von unserem Overseer bekommen hatten, war Reis zu dem Vault 15 und suchte nach einem Wasserchip. Jetzt waren wir da, aber... Oh. Ian hat uns eingekesselt. Halten wir ein bisschen mehr Abstand. Danke. Ja, jetzt waren wir in Vault 15. Hier ist aber kein Wasserchip und wir haben keine weiteren Hinweise. Das heißt, der nächste Schritt wäre wahrscheinlich zu einer der Städte zu reisen, von denen wir gehört haben, die zwei im Süden. Und danach Gerüchten zu fragen über andere Vaults. Ist hier noch was zwischen den Knochen? Ausgebleichte Tierknochen. Nö. Nö, 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 nö. Tote Ratte. Okay. Raus, 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 raus. Und dann Richtung Süden. Hier waren die Privaträume. Wieder hoch. Es kommt kurz Albert in den Sinn, zurück nach Vault 13 zu gehen, um quasi Bericht zu erstatten, dass Vault 15 geschlossen ist. Oder dass hier nichts war. Aber er hatte schon mal am Computer rumgespielt und die Tür ließ sich nicht mehr öffnen. Also wird sie sich wahrscheinlich erst öffnen, wenn der Overseer irgendwie erkennt, dass wir einen Wasserchip dabei haben. Was ganz schön gemein von ihm ist, aber na gut. So, wir hatten direkt hier im Süden eine Stadt. Das wäre wohl der schnellste Weg, ja? Anstatt bis ganz hier unten zu laufen. Ja, reiß mal dahin. So, wir kommen spätabends an. Hätte ich eigentlich ungerne. Tagsüber ist schon besser. Gucken wir doch mal, was hier ist. Leute in interessant aussehenden Lederrüstungen mit Speeren. Zelte, aber auch ein paar alte Steingebäude. Ja, ist ganz schön klein hier. Hallo, du. Willkommen in Frieden. Was willst du? Ich schau mich nur um. Willst du vielleicht Handel treiben? Nein. Dann mach das woanders. Und Ian klopft uns gerade auf die Schulter, zieht uns ein bisschen zur Seite und meint, dass das hier nicht unbedingt die beste Ecke wäre, um Informationen zu bekommen. Und dass es hier ziemlich gefährlich sei. Und wir glauben ihm da auch mal. Könnten versuchen, irgendwo lange Finger zu machen, aber nicht, wenn die Sud ausgerüstet sind. Nein, 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 nein. Hier kommen wir später wieder hin. Und wir machen uns dann einfach auf in Richtung Süden. Wo die Städte sein sollen. Laufen ein bisschen zickzack, um möglichst viel aufzudecken. Also von Hügelkette zu Hügelkette. Oh, Zwischenfall. Und Riesenratten. Okay. Sehr gut. Irgendwas liegt da auf dem Boden. Ey, au, 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 au. Warum geht ihr alle auf mich? Geht auf Ian. Genau, nimm das, Schurke. Ich glaube, die Ratte wurde noch nie in ihrem Leben als Schurke bezeichnet. So, du mach die kaputt. Aha. Sehr gut.
Nimm das, Schurke. Was liegt hier auf dem Boden? Obst. Okay. Obst. Seltsames Obststück. Ohne Konservierungsstoff und zusätzliche Farbstoffe. Das ist sehr gut. Und da wir gerade E-Tag haben, lehnen wir uns mal kurz an die Wand und lesen die Bücher. Du lernst neue Heilverfahren für Verletzungen. Das ist sehr gut. Und du lernst viel über das Überleben in der Wildnis. Und du lernst viel über das Überleben in der Wildnis. Was sehr praktisch sind, denn wir sind gerade ziemlich in der Wildnis. Jetzt aber weiter Richtung Süden. Wobei wir im Süden nichts finden. Und laut unserer Karte sollte es weiter westlich sein. Also gehen wir weiter westlich. Wobei er hatte auch gesagt südwestlich von Shady Sands, ne? Ah, okay. Steck das lieber weg. Junktown ist ein friedlicher Ort und das soll es auch bleiben. Was wegstecken? Ich glaube, er meint die Waffe. Okay, Wiedersehen. So wahrscheinlich besser, hm?